Rechtsanwaltskosten bei einer Fotoabmahnung. Wie werden diese berechnet und was ist tatsächlich angemessen? Und was muss denn eigentlich der Abgemahnte an seinen eigenen Anwalt bezahlen, wenn er sich anwaltlich gegen die Abmahnung vertreten lässt? Mehr dazu jetzt hier im Video und viel Spaß dabei. Hallo, ich begrüße euch zum neuen Video der Mainzer Medienrechtskanzlei Gulden Röttger Rechtsanwälte. Mein Name ist Tobias Röttger und ich bin Rechtsanwalt für Urheber- und Medienrecht. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute setzen wir uns mal näher mit dem Thema Rechtsanwaltskosten bei einer Urheberrechtsverletzung auseinander. In unserem letzten recht ausführlichen Video haben wir uns mit der Thematik auseinandergesetzt, was kann tatsächlich als Schadensersatz verlangt werden, wenn beispielsweise ein Foto gewerblich ohne die notwendige Lizenz im Internet veröffentlicht wird. Und im Rahmen dieses Videos bin ich auch kurz darauf eingegangen, dass neben dem Schadensersatz auch noch dem Urheber seine entstandenen Anwaltskosten ersetzt werden müssen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie berechnen sich denn diese Anwaltskosten? Und diese Anwaltskosten berechnen sich nach dem sogenannten Gegenstandswert. Im außergerichtlichen Bereich spricht man vom Gegenstandswert. Wenn schon eine Klage anhängig ist, vor Gericht spricht man vom Streitwert, ist aber das Gleiche. Und anhand dieses Gegenstandswerts werden dann die Anwaltskosten berechnet, und zwar über das sogenannte Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Da gibt es eine Tabelle, ist dort enthalten, und dort werden dann die einzelnen Gebührensätze sind dort aufgeführt, und anhand des Gegenstandswertes kann der Anwalt die berechnen. Aber wie setzt sich denn dieser Gegenstandswert zusammen? Und das wollen wir uns mal gemeinsam anschauen. Der Gegenstandswert setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Da hätten wir auf der einen Seite den sogenannten Unterlassungsstreitwert, und das ist auch der Wert, der den höchsten Bestandteil dieses Gesamtgegenstandswertes ausmacht. Dann kommt als zweites noch der Schadensersatz hinzu. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise 1000 Euro Schadensersatz verlange, dann kommen diese 1000 Euro auf diesen Gegenstandswert drauf. Würde ich jetzt nur reinen Schadensersatz verlangen und keine Unterlassungserklärung, dann würde der Gegenstandswert in diesem Fall bei 1000 Euro liegen. Und in einigen Fällen wird auch noch ein Auskunftsanspruch geltend gemacht, der dann dementsprechend auch den Gegenstandswert erhöht. Nur der Auskunftsanspruch ist in der Regel wesentlich geringer als der Unterlassungsstreitwert. In der Regel liegt der so ungefähr bei 10% des Unterlassungsstreitwerts. Aber wie wird der denn überhaupt festgelegt, dieser Gegenstandswert? Kann der Anwalt jetzt einfach sagen, ich setze mal einen möglichst hohen Gegenstandswert an, weil dann verdiene ich ja auch viel Geld? Ganz so einfach ist das nicht. Außergerichtlich kann er das zwar machen, aber wenn ich jetzt beispielsweise für ein Foto von einem normalen Berufsfotografen, der jetzt nicht irgendwie ein Preisträger ist, und ich würde dort beispielsweise mal als Anwalt 100.000 Euro ansetzen und der Abgemahnte würde zu einem Anwalt gehen und fragen, ist das denn angemessen, würde der sehr wahrscheinlich direkt mit dem Kopf schütteln und sagen, nein. In dem Fall würde er dann dazu anraten, es hier auf eine Klage ankommen zu lassen, und dann müsste ich, ja, der den Urheber vertritt, dann vor Gericht darlegen, warum dieser Streitwert von 100.000 Euro angemessen ist. Und dann wird nämlich im Gericht das vom Gericht dann eingeschätzt. Und zwar orientiert sich dieser Gegenstandswert nämlich am wirtschaftlichen Interesse des Anspruchstellers. Okay, das ist jetzt auch noch nicht besonders aussagekräftig, aber diese wirtschaftliche Interesse wird anhand verschiedener Faktoren berechnet. Unter anderem haben wir auf der einen Seite den ökonomischen Wert des verletzten Schutzrechts, das heißt hier des Fotos. Und was treibt den Streitwert nach oben? Beispielsweise, wenn es sich um ein professionelles Foto von einem Berufsfotografen handelt. Der kann, oder dort ist der Streitwert wesentlich höher als bei einem Foto, was von einem Hobbyfotografen angefertigt wurde. Und selbst bei den Berufsfotografen gibt es auch noch Unterschiede.
haben wir einen Berufsfotografen, dessen Bilder illegal genutzt werden, der ein Preisträger ist, der internationale Fotopreise gewonnen hat, dann ist auch hier der Streitwert wesentlich höher anzusetzen. Und der Schadensersatz in der Regel auch. Ist das das reine Foto, was geschossen wurde, ist als nächster Punkt noch interessant. Oder wurde das Foto sogar aufwendig nachbearbeitet? Auch das treibt den Streitwert nach oben. Und sogar das Art des Bildmotives. Ja, haben wir ein wirklich zeitloses Bildmotiv, was jederzeit eingesetzt werden kann? Oder ist dort ein Foto mit sehr stark saisonalen Charakter, zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt? Ja, ein Foto von einem Weihnachtsmarkt wird man wohl selten im Sommer, Frühjahr oder Herbst einsetzen. Das würde dann den Streitwert wieder nach unten drücken. Weitere Faktoren ist der sogenannte Angriffsfaktor. Da kommt es auf die Art des Verstoßes an. Und das ist dann die Qualität und Gefährlichkeit der Rechtsverletzung. Und da haben wir vor allen Dingen die Frage, wie umfangreich ist der Rechtsverstoß? Ja, wurde das Bild nur einmal auf einer Unterseite genutzt oder wurde das Bild sogar als Header auf der Startseite verwendet und ist sozusagen das Aushängeschild der Webseite geworden, dann ist natürlich der Streitwert hier höher anzusetzen. Dann kommt noch der Verschuldensgrad des Verletzers ins Spiel. Der ist immer relativ schwer nachzuweisen, aber wenn man beispielsweise aus einer Kommunikation mitbekommen hat, dass er das ganz bewusst und vorsätzlich gemacht hat, wird auch hier der Streitwert höher anzusetzen sein als bei jemandem, der das aus Versehen gemacht hat. Die besonders umfangreiche gewerbliche Nutzung treibt natürlich den Streitwert auch nach oben. Verkaufe ich vielleicht sogar die Bilder, ja, und mache dort mit Gewinne? Oder nutze ich das Foto hundertfach auf dem Online-Shop? Dann ist auch hier der Streitwert wesentlich höher anzusetzen. Aber wollen wir mal Zahlen sprechen lassen. Was ist denn so der durchschnittliche Gegenstandswert bei einem professionellen Foto? Und dazu gibt es in den letzten Jahren, hat sich da eine Gerichtspraxis herausgeschält. Zum Beispiel hat das OLG Frankfurt festgelegt, dass üblicherweise der Streitwert eines Fotos bei 5.000 bis 7.000 Euro liegt. Davor hat auch schon das LG Köln mal die 6.000 Euro angenommen und diese 6.000 Euro, die haben sich verfestigt in der Regel. Das wurde jetzt auch nochmal bestätigt vom BGH, der aber hier in dieser Entscheidung sogar bei Hobbyfotos einen Streitwert von 6.000 Euro angenommen hat, sofern dieses Foto von einem gewerblichen Nutzer illegal genutzt wird. Anders ist das zu sehen, wenn derjenige, der die Urheberrechtsverletzung begangen hat, das Foto nur rein privat genutzt hat. Das drückt den Streitwert wieder erheblich nach unten. Aber im Ausgangsfall hier gehen wir jetzt mal von einer illegalen gewerblichen Nutzung aus und dort wird dann festgelegt, in der Regel liegt der Streitwert bei 6.000 Euro, wenn auf der einen Seite ein Berufsfotograf ist, sogar bei einem Hobbyfotografen und auf der anderen Seite ein gewerblicher Nutzer. Diese 6.000 Euro können durchaus höher ausfallen. Da haben wir zum Beispiel einen Fotografen, der internationale Preise gewonnen hat. Dann kann es durchaus sein, dass hier pro Foto auch 10.000 oder 20.000 Euro Streitwert angemessen sind. Aber wie sieht das denn eigentlich aus, wenn wir nicht nur ein Foto illegal genutzt haben, sondern mehrere Fotos, beispielsweise 10 Fotos? Wird dann einfach der Streitwert mal 10 genommen? Das heißt, haben wir dann einen Streitwert von 60.000 Euro. Wäre für uns Anwälte natürlich schön. Aber da hat die Rechtsprechung in den letzten Jahren klipp und klar gesagt, in der Regel nein, haben wir hier keine schematische Addition, sondern das ist degressiv auszulegen. Streitwerte steigen also nicht gleichmäßig und zum Beispiel hat das OLG Hamm festgelegt, dass bei 11 Bildern ein Streitwert von 30.000 Euro angemessen ist. Eine ähnliche Entscheidung hat das Oberlandesgericht Köln getroffen. Da ging es um
52 Bilder und da haben die einen Gesamtstreitwert von 156.000 Euro genommen und einen Streitwert von 3.000 Euro pro Bild angesetzt. Das heißt also, kann man durchaus sagen, wenn mehr als ein Foto verwendet wurde, ich sage mal so ab 3 oder 4 Fotos, kann man durchaus mal 3.000 dann den Streitwert nehmen und hat dann seinen Streitwert. Die Frage, die sich jetzt als nächstes stellt, ist, ja, jetzt haben wir einen Streitwert von beispielsweise 6.000 Euro. Dazu kommt noch Anwaltskosten, also nein, Anwaltskosten sollen errechnet werden. Und dann stellt sich die Frage, wir haben einen Streitwert von 6.000 Euro, dazu noch einen Schadensersatz von 1.000 Euro, insgesamt also 7.000 Euro Streitwert. Muss das jetzt der Abgemahnte bezahlen? Also 7.000 Euro an den Anwalt? Nee, wie wir eingangs schon gesagt haben, ist das ja nur die Berechnungsgrundlage. Und aus diesem Gegenstandswert jetzt von beispielsweise 7.000 Euro berechnen sich dann die Anwaltskosten. Und das gucken wir uns mal gemeinsam an. Da habe ich etwas vorbereitet. Und zwar unser Berechnungstool. Und da geben wir einfach jetzt mal den Streitwert ein von 7.000 Euro beziehungsweise Gegenstandswert. Und jetzt kommen wir hier, was ich ja vorhin gesagt habe, gibt es dort eine Tabelle nach RVG. Das ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. So, hier der grau unterlegte Strahl sind die 7.000 Euro. Und dann gibt es hier die sogenannten Gebühren von einer 0,25er Gebühr bis eine, wir kommen hier insgesamt bis zu 2,5 Gebühren. Der Mittelwert wird in der Regel bei Urheberrechtsverletzungen, bei einer normalen Urheberrechtsverletzung angesetzt, nämlich die sogenannte 1,3er Gebühr. Alles, was darüber hinausgeht, muss schon nachgewiesen werden, dass es sich um eine besonders schwere, komplexe Materie handelt. In der Regel wird ein 1,3er, vielleicht noch ein 1,5er Gebühr angesetzt. Und da können wir sehen, bei einem Streitwert von insgesamt 7.000 Euro sind wir bei 579,80 Euro netto. Was macht das dann brutto insgesamt? Da haben wir hier die 579,80 Euro netto Rechtsanwaltsgebühr. Hinzu kommen noch 20 Euro Portopauschale, die Umsatzsteuer. Und sind wir dann insgesamt bei 713,76 Euro. So, das muss jetzt wer bezahlen? Wer kann jetzt diese Kosten geltend machen? Als allererstes muss diese Kosten, die jetzt hier aufgeführt wurden, muss der Urheber an seinen Rechtsanwalt bezahlen. Denn er ist der Auftraggeber und hat den Rechtsanwalt beauftragt. Und im Rahmen der Abmahnung wird dann dieses Geld, was er schon bezahlt hat, wieder von dem Abgemahnten, hier demjenigen, der die Urheberrechtsverletzung begangen hat, wieder eingefordert. Das heißt, das Geld, der Urheber muss in der Regel das vorschießen und dann wird es im Rahmen der Abmahnung wieder zurückgefordert. Was bezahlt denn jetzt der Abgemahnte an seinen Anwalt? Muss der dann die gleichen Kosten bezahlen? In der Regel kann der Anwalt sagen, ja, du musst die gleichen Kosten bezahlen, denn auch ich versuche für dich die Unterlassungserklärung abzuwehren, beziehungsweise ich überprüfe die und modifiziere die noch. Ich werde dich hier verteidigen, ich werde Vergleichsverhandlungen führen oder gegebenenfalls die komplette Forderung abwehren, falls sie nicht angemessen ist oder auch erst gar nicht berechtigt ist, weil du zum Beispiel eine Nutzungslizenz hattest. Das heißt, er kann hier genau die gleichen Kosten geltend machen, aber weil wir im außergerichtlichen Bereich sind, kann er auch sagen, nee, ich habe da so viel Erfahrung und der Fall ist total einfach und ich mache hier einfach eine Pauschale, ja, die dann etwas günstiger ist als die Kosten nach RVG. Oder er kann aber auch sagen, das ist ein hochkomplexer Fall, ich rechne hier nur nach Stundenhonorar ab und habe beispielsweise 300 Euro netto die Stunde, ist mein Satz. Ich gehe mal davon aus, ich brauche hier so 2 bis 3 Stunden insgesamt, bis das Ding erledigt ist. Das muss man dann, bevor man irgendetwas unterschreibt, sollte man das vorher klären und sich dort auch genau aufklären lassen, wie hoch sind am Ende die Kosten und beziehungsweise wie werden diese genau berechnet. Ne? Das heißt, entweder
nach RVG. Ja, man bezahlt genau das Gleiche wie das, was gefordert wird. Man kann ein Pauschalhonorar mit dem Anwalt aushandeln, sofern er das macht. Oder der rechnet nach nicht Streitwert, sondern nach Zeithonorar ab. So, jetzt habe ich euch jetzt so ein bisschen einen Überblick gegeben. Wie berechnet man tatsächlich die Anwaltskosten? Wie berechnet sich so ein Gegenstandswert, zum Beispiel bei einer Fotoabmahnung? Für den Gegenstandswert ist immer der Urheber bzw. dessen Anwalt. Der muss diesen Gegenstandswert berechnen, muss aber auch darlegen können, die einzelnen Faktoren, die zu diesem Wert führen. Ist es so, dass man im Rahmen des Gerichtsverfahrens das nicht darlegen kann, dann setzt das Gericht diesen Gegenstandswert nach unten, dann bekommt der Anwalt dementsprechend auch weniger. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr blickt nur ein bisschen mehr jetzt durch, wie tatsächlich dieser Gegenstandswert und wie die Anwaltskosten berechnet werden. Wenn ihr hierzu Fragen habt oder zu einem ähnlichen Thema gerne ein Video hättet, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare und dann mache ich vielleicht ein Video dazu. Ich freue mich, euch auch beim nächsten Mal zu sehen. Bis denn, viel Spaß!